Oh, Meister Togo. Ich wusste nicht, dass ihr hier seid. Der Minister wartet auf euch. Bitte sehr, ihr seid willkommen. Was geht da vor? Das ist Wahnsinn! Wächter kämpfen gegeneinander. Etwas läuft hier schrecklich schief. Es ist Wahnsinn, sage ich. Wahnsinn! Kommt, der Minister braucht unsere Hilfe. Ihr bleibt hier, lasst niemanden sonst durch dieses Tor, bis wir wissen, was los ist. Was auch immer dieses Anwesen bedroht, es darf nicht zur Gefahr für das gesamte Kloster werden. Meister Togo, mein Sohn, er ist da drin! Ich passe auf ihn auf. Bitte, Meister Togo, bringt ihn lebend zurück. Mögen die Gesandten euch rasch zum Tor des ewigen Paradieses tragen. Ruht friedlich in den Nebeln, alter Freund. Komm heraus, Kleiner. Alles ist gut. Du bist jetzt sicher. Weißt du, wer ich bin? Ihr seid Meister Togo. Ah, du bist ganz offensichtlich ein kluger Junge. Aber sag mir, warum weinst du? Ich habe schlecht geträumt. Schlecht geträumt? Welcher Traum könnte denn solche Tränen auslösen? Der Wind blies die Blätter von den Bäumen. Und die Tiere im Zoo hatten alle Angst. Die Tiere... Sie waren immer so zahm, aber etwas in meinem Traum machte sie wütend. Und sie taten den Leuten weh. Dann wurden auch die Leute wütend und taten einander weh. Minister Cho war am allerwütendsten und wurde zu einem großen, zornigen Monster. Wo sind deine Eltern, Kleiner? Meine Mutter starb schon sehr früh. Ich weiß nicht mehr viel von ihr. Und dein Vater? Er bewacht das Tor. Meister Togo, er wird doch nicht wütend sein, so wie Minister Cho, oder? Nein, Kleiner. Ich glaube nicht, dass er wütend ist. Ich glaube eher, dass er sich sehr freuen wird, dich zu sehen. Ich sorge dafür, dass unser kleiner Freund hier zu seinem Vater gelangt. Findet Ang den Kurzlebigen und sagt ihm, was wir entdeckt haben. Das wird ihn sehr interessieren.
Ich bin froh, dass ihr hier seid. Was war das? Ich weiß es nicht, aber was es auch war, hoffen wir, dass es nicht lange leiden musste. Seid wachsam. Wer weiß, welch üble Dinge uns drinnen erwarten. Wie Minister Cho. Das, was meinen alten Freund befallen hat, breitet sich aus. Wir müssen diese Sache ergründen. Kommt! Ich hatte gehofft, meine Augen würden dieses Symbol nie mehr erblicken. Meister, was ist das? Das ist der Vorbote des Täuschers, das Zeichen der Bosheit, das Gildensymbol von Shiro Tagachi. Der Mann, bei dessen Tod der Wald zu Stein und das Meer zu Jade wurde? Eben dieser. Das verheißt Schlimmes für Kanta. Wir müssen zum Festland und zur Wurzel dieses Übels, bevor es... Naja, denken wir noch nicht daran. Ich habe eine Botschaft zu Menlo von Ascalon geschickt, einem ehemaligen Schüler von mir. Er wird sicherlich bald nach Kanta aufbrechen. Falls dieses Symbol ankündigt, was ich befürchte, könnten wir alle in großer Gefahr sein. Ich muss meinen Bruder in der Stadt Kaineng finden und ihn informieren. Ihr kommt nach und trefft mich dort. Sprecht wegen der Überfahrt zum Festland mit dem ersten Offizier Xiang. Er bringt euch sicher dorthin. Was zum... Mögen die Götter Gnade mit uns haben. Meister Togo ist da unten in Schwierigkeiten. Was unternehmen wir? Ich bin jedenfalls nicht von Löwenstein hierher gekommen, um ein Begräbnis zu erleben. Sind wir zu spät? Noch nicht, aber wir dürfen nicht zulassen, dass diese Pesttiere die Krankheit weiter verbreiten. Sonst ist jeder in dieser Provinz in Gefahr. Thank you.
Ich sehe Großes in eurer Zukunft. Eure Geschichte wird noch in Generationen erzählt. Eure Klinge von vielen gesucht. Unfug. Ja, ja, ihr werdet Dinge tun, die niemand sonst wagen würde. Euer Name wird 1000 Jahre überleben. Haltet die Klappe, Trottel! Das Schicksal wird euren Weg kreuzen. Ah, Menlo. Gut, dass ihr gekommen seid. Und gerade rechtzeitig. Meister Togo, ich stehe zu eurer Verfügung. Ich stelle euch einander später vor. Jetzt steht erst ein Kampf an. Kommt. Wir können nicht zusehen, wie Shiro sich weiter in die Angelegenheiten der Sterblichen versteht. Die Verstorbenen zum Tor der Nebel zu geleiten. Er vernachlässigt seine Aufgaben als Gesandter. Jeder körperlose Geist, den er hier im Reich der Sterblichen freisetzt, verschiebt das Gleichgewicht zwischen den Welten mir. Was er auch plant, er muss aufgehalten werden. Wir sind selbst nur Gesandte. Wir können Shiro nicht bekämpfen. Höchstens, indem wir genauso handeln wie Shiro. Sind die Gesandten der nächsten Welt, die Hirten, die die Verstorbenen zum ewigen Paradies in den Nebeln führen. Wir sind hier, um euch den Weg ins Jenseits zu weisen. Doch es ist noch nicht so weit. Noch führen wir euch nicht. Wir bringen eure Lebensgeister zurück. Wir schenken euch das Leben wieder. Aber das Ganze hat seinen Preis. Im Gegenzug müsst ihr helfen, Shiro zu besiegen. Suchzun, das Orakel der Nebel. Er zeigt euch den Weg, Venusu, näher an die Sterne. Ah, Venusu, die himmlische Prüfung. Menlo und ich kennen sie gut. Ich verstehe nicht. Warum sollen wir diese Prüfung bestehen? In diesem Reich können Geister sich vor Sterblichen verbergen. Bis ihr näher an den Sternen seid, könnt ihr Shiro nicht sehen? Aha. Geschweige denn... Ihr sollt helfen, das von Shiro angerichtete Ungleichgewicht zu beseitigen. Wir beobachten euch.
Ich fragte mich schon, wann ihr kommen würdet. Mein Name ist Soon. Ich bin das Orakel der Nebel. Ich bin hier, um... Ich weiß, warum ihr hier seid. Andere haben mich schon um Hilfe ersucht. Weitere werden kommen. Was? Was soll ich? Die Sterne im Nachthimmel lassen mit ihrem Licht eben Bilder ihrer selbst auf der Welt entstehen. Kai Yundon, die Kirin, Verkörperung der Verderbtheit, vom reinen Guten zum reinen Bösen gewandelt. Kuon Sang, der Schildkrötendrache, der ewige Widerspruch, weder dies noch das. Ein Hinweis, dass wir die Nebel nie ganz verstehen werden. Hai Ji, der Phönix. Das Pendant des ewigen Feuers, das in der Unterwelt brennt. Und schließlich von allen am mächtigsten, Ta Mu, der Drache. Die ständige Mahnung an Grausamkeit, Schmerz und Leid. Ihr müsst die Avatare dieser vier Himmelskörper besiegen, wenn ihr näher an die Sterne kommen wollt. Nur dann könnt ihr ins Geisterreich blicken und wirklich gegen Shiro Tagachi kämpfen. Doch wie komme ich? Zu den Avataren? Tretet durch eines dieser Portale. Und ihr gelangt an den gewünschten Ort. Wählt weise. Fallt ihr unter den Himmlischen, so komme ich euch nicht zu Hilfe. Ich verstehe. Das bezweifle ich. Noch eine Frage. Belästigt mich nicht mehr. Versucht euch an den Sternen, wenn ihr wollt. Aber lasst mich jetzt in Ruhe. Anscheinend habe ich euch unterschätzt. Offenbar. Verzeiht meine Schroffheit. Manche halten die Macht der Sterne für selbstverständlich. Das Himmelsministerium vielleicht? Ich sehe, ihr seid ihnen bereits begegnet. Ja, leider. Im Ministerium gibt es nichts als ein paar dicke Schreibtischhengste, deren billige Tricks höchstens zur Unterhaltung von Naga-Jungen taugen. Ihr werdet daher verstehen, dass ich nicht jeden freudig begrüße, der näher an die Sterne kommen möchte. Und jetzt entschuldigt mich. Ich habe viel zu tun. Aber... Sprecht mit einem Adepten. Seid ihr ein Gesandter?
Ja. Werdet ihr uns ins ewige Paradies führen? Ihr kommt nicht ins Paradies. Was wollt ihr mit uns machen? Ich mache euch zu meinen Soldaten. Ihr werdet für mich kämpfen. Niemals. Ihr könnt uns nicht zwingen. Ihr macht alles, was ich euch sage. Kniet. Beugt euch euren neuen Herren. Ich wusste, ihr würdet kommen. So, so. Ihr seid nicht der Typ, dessen Groll schnell verraucht. Ganz recht. Was wollt ihr also? Wollen? Von euch? Nur ein bisschen Rache. Letztes Mal habe ich gesiegt, Shiro. Ich werde wieder siegen. Diesmal ist es anders. Diesmal sehe ich euch. Ihr könnt mich nicht töten, Shiro. Ich bin schon tot. Ich werde euch nicht töten. Ich zwinge euch, mir zu dienen, an meiner Seite zu kämpfen. Dazu müsst ihr mich erst fangen. Feigling. Letztes Mal stießt ihr mir in den Rücken. Diesmal lauft ihr weg. Ihr werdet eine besondere Folter erhalten. Eine für Schwache und Ehrlose. Visus Geist schwebt an diesem Ort. Ihre Klinge war es, die Shiro vor 200 Jahren verkrüppelte, weshalb er letztlich starb. Wenn uns jemand sagen kann, wie man ihn besiegt, dann sie. Folgt mir. Versucht mitzuhalten, Meister Togo ist schneller als er wirkt. Ich wusste, Shiro würde zurückkehren, wünschte mir insgeheim jedoch, dieser Tag würde nie kommen. Ich erkenne euch. Der Kaiser hat mir von seinem Halbbruder erzählt, dem Mann namens Meister Togo. Sagt mir, was ihr wünscht. Steht es in meiner Macht, sollt ihr es haben. Vor 200 Jahren, am Tag des Jadewindes, besiegtet ihr Shiro. Wir wollen von euch lernen, eben dies zu tun. Ja, meine Klinge war es, die damals das Kampfglück wendete. Aber nicht ich führte den letzten Schlag. Wollt ihr Shiro vernichten, so müsst ihr den Lachsen-Champion Archimorus und den Cursic-Helden Victor finden. Die Männer, die ihn vor all den Jahren niederstreckten. Wo finden wir sie? Die Lachsen ehren ihren Champion, indem sie den mächtigen Speer mit seinem Geist zwischen den Clans weiterreichen. Die Cursic bewachen die Urne ihres Helden mit großem Eifer. Sucht diese Artefakte. Denn habt ihr beide, können die Geister darin euch zeigen, wie Shiro zu besiegen ist. Habt Dank, Visu. Es war mir eine Ehre, mit euch zu sprechen. Ich wünschte, wir könnten länger bleiben.
Macht euch keine Sorgen, Togo. Wir haben noch genug Zeit zum Reden, wenn Shiro erst besiegt ist. Verlasst euch darauf. Ihr seid zurück. Gut, gut. Setzt euch. Ich sage euch die Zukunft voraus. Der Kaiser behält euch im Auge. Mich? Warum sollte der Kaiser das tun? Gute Arbeit bleibt nicht unbemerkt. Er hält euch für zuverlässig und tapfer. Aber was soll das? Was will er von mir? Ihr, Shiro, werdet für eure Dienste belohnt, ja. Ihr werdet für etwas sehr, sehr Wichtiges ausgewählt. Wann? Bald. Sehr bald. Ihr habt mir gut gedient, Krieger. Danke, mein Kaiser. Ein Mann mit euren kämpferischen Fähigkeiten sollte im Kantanischen Kaiserreich wichtiger sein. Meint ihr nicht? Wie meinen? Warum solltet ihr Händler vor Räubern beschützen, wenn eure Talente doch viel besser eingesetzt werden können? Ich verstehe nicht ganz. Erhebt euch, Shiro Takachi, und tretet als mein Leibwächter neben mich. Lasst mich hier reden. Erhebet euch. Es ist schon lange her, dass wir uns begegnet sind, Bruder Menlo. In der Tat, Graf Zuhälzer. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Ich bin ähnlich erfreut, aber genug der Freundlichkeiten. Ihr seid doch aus einem bestimmten Grund hier, nicht? Graf, ihr seid wie immer gut informiert und direkt. Wir kommen wegen der Urne des heiligen Viktor. Ihr bittet nicht um eine Kleinigkeit, Bruder Menlo. Die letzte Ruhestätte unseres größten Helden, der ganz allein Shiro den Verräter bezwang. Weshalb bittet ihr uns darum? Weil Shiro Takachi zurück ist, Graf. Wenn es stimmt, was ihr sagt, war es weise von euch, zu uns zu kommen. Dann gebt ihr uns, worum wir bitten? Wir möchten euch helfen, aber ich fürchte, ich kann euch die Urne nicht einfach so geben. Was verlangt ihr von uns? Wir verlangen nichts von euch. Die Überreste wurden jedoch in der Kathedrale zu Helza beigesetzt. Nun gut, dann gehen wir zur Kathedrale zu Helza. Bruder Menlo, viel hat sich geändert, seit ihr hier wart. Der magische Schutz der Kathedrale hat versagt. Sie wurde von schrecklichen Bestien erstürmt. Dorthin zu gehen, wäre eine große Gefahr. Oh ja. Möchtet ihr die Urne trotzdem holen, sprecht mit meiner Tochter, Gräfin Danica. Sie kann die Türen in der Kathedrale öffnen und euch bei der Suche helfen. Danke, Graf.
Danke, Graf. Der Himmel leite euch. Vorsicht! Gräfin, alles in Ordnung? Verflucht sei Lysa! Das kam unerwartet. Mir geht's gut. Bruder Menlo? Bruder Menlo! Ich bin unverletzt, aber ich komme nicht zu euch durch. Bringt die Gräfin und die Urne sicher nach draußen. Wir treffen uns dann vor der Kathedrale. Möge Duena euch sicher bis ans Ziel tragen. Möge Balthasar euch die Kraft geben, es zu schaffen. Geht jetzt! Die Abwehr nutzlos, das Tor zerstört und ich war nicht mal sicher, ob mein Zauber klappt. Werte Freunde, wir sollten weg von hier. In Ordnung, geht voran. Gut, dann folgt mir. Gut, ihr habt's geschafft. Die Hälfte ist erreicht. Wohl wahr. Kommt, Meister Togo wird hören wollen, dass wir die Urne haben. Danke, Gräfin. Mögen die Götter stets über euch wachen. Erst suchen wir die Älteste, Rhea. Nur über sie können wir den Speer des Archimoros bekommen. Ah, da ist sie. Kommt, der Speer ist zum Greifen nah. Älteste Rhea, ich bin es, Togo vom Kloster von Xingyea. Meister Togo, was für ein Anblick. Ich fragte mich schon, wann ihr aus eurem selbstgewählten Exil zurückkehrt. Wie ihr es in der Enge des stickigen Klosters aushaltet, werde ich nie verstehen. Ich nehme an, mein Geist verlangt nicht so nach der Weite des Raumes wie eurer. Nun, schön euch zu sehen. Was führt euch den weiten Weg hierher?
Wir brauchen den Speer des Archimorus. Togo, ihr wisst, dass ich ihn euch nicht einfach so geben kann. Ach nein? Nein! Heute kommt Suhanuku, der große Krake aus der Tiefe. Was habt ihr eigentlich in eurem Kloster gelernt? Wohl nicht genug über die Lachsenkultur. Offensichtlich. Jedes Jahr kehrt Suhanuku wieder. Dann findet die Versammlung statt. Die Stärksten von uns kämpfen um das Recht, der zu sein, der den magischen Kraken besiegt und in die Wellen treibt. Das ist ja schön, aber... Heute ist die Versammlung. Der Speer geht an den Siegerclan. Rhea... Togo, wenn ihr den Speer wollt, müsst ihr um ihn kämpfen. Die Versammlung beginnt, denn Suhanuku ist zurück, das mächtige Biest, das im Jademeer seit Jahrhunderten Schrecken verbreitet. Ich lege den Speer zurück, den Preis des Wettkampfs heute. Möge der stärkste Clan ihn aufnehmen und den Kraken erneut mit ihm töten. All jene, die wir gleich besiegen, grüße ich voll Stolz. Ihr habt die Besten bezwungen und dürft nun gegen Suhanuku kämpfen. Hier, dies führte euch zu uns. Der Speer des Archimorus ist euer. Danke, älteste Rhea. Es ist uns eine Ehre, den Speer gegen den Kraken zu führen. Wir werden siegen. Ja, wir erwarten es so. Der Krake ist tot. Einen verdienteren Sieg habe ich nie erlebt. Meister Togo! Meister Togo! Menlo, kommt, feiert mit uns. Wir haben den Speer des Archimorus. Das wurde Zeit. Shiro streift schon umher. Was? Wo? Zuletzt hielt er sich in der Unterstadt von Kaineng auf. Dann müssen wir in die Unterstadt. Wir tragen diesen Kampf zu Shiro. Sie sind da.
Gut. Sollen sie kommen. Ist er fort? Ich weiß nicht. Der Speer des Archimorus und die Urne des heiligen Victor sind vernichtet. Shiro hoffentlich auch. Er ist weg. Aber nicht Er kommt zurück. Wir müssen uns wappnen. Aber wie? Geht zu den Körsen und den Lachs. Mit ihren vereinten Kräften könnt ihr Shiro ein für allemal stürzen. Vor 200 Jahren kämpften sie Seite an Seite. Ihr müsst sie erneut zusammenbringen. Ist der einzige Weg, Shiro zu besiegen. Aber was, wenn sie sich weigern? Was, wenn ich versage? Dann wird Shiro siegen und das Universum versinkt im Chaos. Wir sollten uns aufteilen. Ich werde mit den Lachsen sprechen. Menlo, sprecht ihr mit den Körsik. Sie respektieren euch. Was soll ich tun? Ihr müsst euch für eine Seite entscheiden. Helft die Körsik oder die Lachsen für den Kampf gegen Shiro zu gewinnen. Auf dass unsere Gebete erhört werden und sie sich uns nicht verschließen. Wir werden eure Fortschritte beobachten. Hoffen wir, dass sie nicht nur beobachten werden. Was seht ihr? Sagt schon. Was wird geschehen? Ich sehe den Kaiser. Den Kaiser? Was tut er? Der Kaiser wird euch töten. Nein. Nein. Das kann nicht sein. Ich habe immer recht. Der Kaiser fürchtet eure Macht. Darum wird er euch töten. Nein, ihr lügt. Denkt an meine Worte. Es wird im Tempel von Quan Yun geschehen. Am Erntedankfest. Ihr habt die Wahl. Er... oder ihr? Was habe ich getan?
Es ist lange her, dass wir Shiro besiegt haben. Daran musste ich auch denken. Ich fürchte, er wird schon bald zurückkehren. Ihr sorgt euch um Dinge, die niemals geschehen werden. Shiro bleibt eine Bedrohung. Der Befall wird wiederkehren. Unsinn. Shiro ist fort und mit ihm der Befall. Ihr habt es doch selbst gesehen. Ja, Shiro ist Vergangenheit. Wir aber leben in der Gegenwart. Die Lachsen stellen die größte Bedrohung für uns Cursic dar. Und auf sie müssen wir unser Augenmerk lenken. Baron Wasberg! Baron Wasberg! Was gibt es? Baron, die Lachsen sind in den Wald eingefallen. Sie drängen immer weiter vor. Zum ewigen Hain! Schützt die ewigen Bäume! Tötet die Lachsen! Da, noch mehr Lachsen. Ziemlich hartnäckig, die Kerle. Halt! Sie schwenken die weiße Flagge. Die Befallenen, sie sind zurück. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir das hier überleben wollen. Baron Wasberg, er hat recht. Die Lachsen sind nicht länger die größte Bedrohung für die ewigen Bäume. Und beim Kampf gegen die Befallenen können ein paar zusätzliche Schwerter nicht schaden. Bis auf Weiters sind die Lachsen unsere Verbündeten. Wenn jemand Einwände dagegen hat, soll er sie jetzt vorbringen. Ihr steht nun an unserer Seite. Gut, jetzt kommt der schwierige Teil. Was für ein Schlamassel! Glaubt ihr es uns jetzt? Was soll ich glauben? Dass Shiro zurück ist. Den Beweisen zu unseren Füßen kann ich nur schwer widersprechen. Ihr werdet also helfen, die Cursic für den Kampf gegen Shiro zu gewinnen? Ja, wir stehen euch bei. Auch wenn ihr gemeinsam mit den Lachsen kämpfen müsst? Bis Shiro vernichtet ist, werden die Lachsen unsere Verbündeten sein. Nun, ich glaube, unsere Arbeit hier ist erledigt. Suchen wir Meister Togo. Meister Togo befindet sich zusammen mit unserem Champion Argo am Erntedanktempel. Dann sollten wir zum Erntedanktempel aufbrechen. Auf geht's, bei den Göttern. Wir sind kaum schneller als eine Schnecke.
Da kommen sie! Diese verfluchten Kursik. Ich wusste, sie würden sich auf die jungen Schildkröten stürzen. Ihr, nach rechts, haltet die Kursik auf 100 Schritt Abstand. Ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Wir können jede Hilfe brauchen. Ich stehe zu Diensten. Passt auf, die Kursik sind ein hinterhältiges Pack. Achtet vor allem auf die Moloche, diese golemähnlichen Dinger, die aussehen wie laufende Bäume. Sie sind für die Schildkröten besonders gefährlich. Ich kümmere mich um sie. Dann viel Glück. Wir sehen uns an der Kreon-Jademine. Die Kursik sitzen fest. Geschieht ihnen recht. Wir müssen sie retten. Was? Sie sind der Feind. Sollen sie ruhig sterben? Wenn wir ihnen nicht helfen, werden sie zu Befallenen. Dann haben wir ein noch größeres Problem. Aus dem Weg. Hierüber, schnell. Ihr habt nur eine Chance. Wenn ihr überleben wollt, solltet ihr herkommen. Ich werde euch nicht noch einmal meine Hilfe anbieten. Wir sollten ihnen die Haut abziehen und sie als Segel benutzen. Nein,
Als Arbeiter sind sie nützlicher für uns. Sie werden die Schildkrötenpanzer für uns putzen. Ihr Abschaum. Dafür werdet ihr bezahlen. Für jemanden, der bald wahre Schmerzen erleiden wird, nehmt ihr den Mund ganz schön voll. Diese Feindschaft dauert schon viel zu lange an. Ihr müsst sie beenden. Und warum sollten wir das tun? Weil ihr nun einen gemeinsamen Feind habt. Wen? Seht ihr es nicht? Shiro, der Verräter, ist zurückgekehrt. Shiro ist tot. Selbst die Cursic bestreiten das nicht. Wie erklärt ihr euch dann die Befallenen? Wo Shiro ist, sind sie nicht weit. Er ist der Ursprung. Wo immer diese Monster auftauchen, muss er in der Nähe sein. Auch wenn es mir schwerfällt, ich glaube, Togo hat recht. Es gibt keine andere Erklärung. Shiro ist zurückgekehrt. Das ergibt Sinn. Und was sollen wir jetzt tun, Meister Togo? Ihr solltet endlich diese kindische Feindschaft beenden und ein Bündnis schmieden. Nur zusammen haben wir die Kraft, ihn zu besiegen. Vergebt mir, Meister Togo. Ihr habt uns immer weise beraten. Wir werden alles tun, um Shiro ein für allemal zu vernichten. Auch wenn wir uns dafür mit den Cursic verbünden müssen. Dann lasst uns Bruder Menlo suchen. Hoffen wir, dass er bei den Cursic ebensolche Fortschritte erzielt hat wie wir hier. Bruder Menlo? Er war bei Baron Wasberg. Sie waren auf dem Weg zum Erntedanktempel. Dann müssen auch wir zum Erntedanktempel. Ich danke euch. Wurde der Tempel gesichert? Ja, mein Kaiser. Es ist niemand dort. Ihr seid sicher. Ihr werdet auch meine Gefolgschaft und meinen Leibwächter einlassen. Sie begleiten mich. Aber niemand außer euch darf den Tempel betreten. Das waren eure Befehle. Die Situation hat sich geändert. Ihr werdet sie passieren lassen. Wie ihr befehlt. Ja.
sich von seinem Einfluss befreit. Shiros Einfluss? Ja, durch seine Berührung verkam mein Körper und ich verlor fast meinen Geist. Sein Wesen brannte in meinem Fleisch und in meinen Knochen, aber ich widerstand ihm. Ihr habt mich wieder zum Leben erweckt und dafür stehe ich tief in eurer Schuld. In eurer Gegenwart sein zu dürfen, ist Belohnung genug. Ihr schuldet uns nichts. Lasst mich euch einen Rat geben. Lehnt niemals ein... Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich euch Magie verleihen, mit der ihr Shiro, den schrecklichen Betrüger, besiegen könnt. Gemeinsam werden wir ihn zurück in die Unterwelt verbannen. Was hat er vor? Anhand der Orte, wo wir ihm begegnet sind, vermute ich, er betreibt Nachforschungen. Nachforschungen? Ja, ihr habt recht. Er bereitet einen Zauber vor. Einen Zauber? Wozu das? Er will das Geisterreich verlassen und in eure Welt. Eure Schuld ist nun nahezu beglichen. Erledigt eine letzte Aufgabe und ihr habt euch eure Sterblichkeit verdient. Was verlangt ihr von uns? Shiro hat sein Ziel fast erreicht. Eine letzte Tat trennt ihn noch von der Vollendung seines Zaubers. Was? Was hat er vor? Was ihn einst verflucht hat, soll ihn nun erlösen. Er wird kaiserliches Blut vergießen. Der Kaiser. Ja. Durch das Blut eures Kaisers wird Shiro seine Sterblichkeit zurückerlangen. Dies zu verhindern. Und jetzt geht. Ist eure ganze Aufgabe. Verriegelt den Palast! Aktiviert die Verteidigung! Aber unsere Leute sind noch da draußen. Sie werden sterben. Diese Männer sind bereits tot. Und ihr werdet es auch gleich sein, wenn ihr nicht tut, was ich euch sage. Wie ihr befehlt! Mein Kaiser! Der Palast ist umzingelt und der Feind stürmt die Mauern. Es wird nicht lange dauern, bis er hierher vorgedrungen ist. Wir müssen euch in Sicherheit bringen. Umzingelt? Von wem? Wer wagt es, den Kaiserpalast anzugreifen? Shiro Tagachi. Er ist zurückgekehrt, mein Kaiser. Ha!
Na, kommt schon. Alles zu seiner Zeit, Kaiser. Alles zu seiner Zeit. Der Palast ist gefallen. Der Kaiser befindet sich in Shiros Gewalt. Es sind weitere Geisterkrieger im Anmarsch, meine Freunde. Sie werden schon bald den Palast erreichen. Wenn wir im Palast sind, dürfen wir uns nicht in die Zange nehmen lassen. Das würden wir nicht überleben. Menlo hat recht, wir müssen uns aufteilen. Einige von euch werden hier bleiben und das Tor verteidigen müssen. Kaiser! Bruder, nein!
Ihr gehört also auch zur Kaiserfamilie. Das kommt mir gelegen. Ich bin zurück. Ich verlange, freigelassen zu werden. Ihr seid kein Gesandter mehr. Ihr habt nichts von uns. Natürlich bin ich das. Ihr habt keine Macht über mich. Ihr habt Unrecht, Shiro. Verleugnung und Desorientierung sind nichts Ungewöhnliches bei Toten. Nein! Nein! Das kann nicht sein! Ihr seid nur noch ein Geist, verloren zwischen der Welt der Sterblichen und der Unterwelt. Ihr untersteht nun uns. Und wir haben einen besonderen Ort in der Unterwelt für euch. Einen Ort, von dem ihr niemals entkommen werdet. Dort werdet ihr für all eure Taten büßen. Dafür werdet ihr bezahlen. Das ist noch nicht mein Ende! Das ist wohl wahr. Dies ist nicht euer Ende. Aber ihr werdet es euch wünschen. Wir danken euch für eure Hilfe. Wir werden euch im Auge behalten. Bis zu dem Tag, an dem ihr zuvor uns im schwierigsten Leben folgt. Erwartet euch ein erfülltes Wartet. Leben. Was habt ihr mit Shiro vor? Überlasst Shiro uns.